Solis, ich möchte, dass du dir das letzte Mal in Erinnerung rufst, als du die Kraft des Transzendierens erlebt hast. Konzentriere dich auf dieses Gefühl. Meister Geroid, erinnere dich bitte an etwas in der Vergangenheit. Es ist egal, was es ist. Du gehst besser nicht allzu tief auf Erkundungstour in diesem Schädel. Wir wollen doch nicht, dass du etwas Anstößiges zutage förderst. Glaub mir, das willst du wirklich nicht, Mädel. Ich bitte um Konzentration, Meister Geroid. Die Kraft des Transzendierens hat es mir irgendwie erlaubt, mit dir zusammen in die Erinnerung einzutauchen. Das ist äußerst unerwartet. Du bist ein begnadeter Schmied, Geroid. Das steht außer Frage, aber beim Geld offenbarst du die gleichen Schwächen wie beim Saufen. Nun, wozu soll das verdammte Geld denn auch gut sein, wenn man es nicht ausgibt? Ein Mann muss auch mal ein bisschen leben, Rowena. Ja, und es würde nicht schaden, wenn dieser Mann auch mal seinen Kopf benutzen würde. Mit all deinen Talenten hättest du inzwischen ein kleines Vermögen anhäufen können. Dann würdest du womöglich statt Gottbert im Skorpiokreis sitzen. Als ob ich jemals so wie dieser wankende, alte, halbnackte. Naja, halbnackt. Und wankend und alt. Ja. Ich wusste gar nicht, dass meine Erinnerungen so scharfsinnig sind. Wie ihr sehen könnt, sind unterbewusste Erinnerungen erstaunlich umfassend. Von den klaren Himmeln und Meereswellen bis zu jedem einzelnen Wort deiner Unterhaltung scheint alles intakt zu sein. Du hast doch nicht etwa zugehört, oder? Nun, soweit ich das beurteilen kann, bist du auf dem Weg, sein genaues Gegenteil zu werden. Welch ein Glück für dich. Ich weiß wirklich nicht, was ich hier in dir gesehen habe. Was immer du auch glaubst, gesehen zu haben, ich habe mich seitdem sicherlich nicht geändert. Und du auch nicht, noch immer so wunderschön wie an dem Tag, als wir uns trafen. Hey, Moment mal, so etwas habe ich niemals gesagt. Ich schwöre auf meinen letzten Humpen Bier. Die im Unterbewusstsein gesammelten Informationen sind zwar ziemlich umfassend, aber nicht immer wahrheitsgetreu. Im Falle von schmerzhaften oder anderweitig unerwünschten Erinnerungen können sie verschleiert sein, um sich selbst vor harten Wahrheiten zu schützen. Auch unsere Wahrnehmung der Realität kann sich verzerren, selbst wenn sie das erste Mal aufgenommen werden. Im Laufe der Zeit können sich solche Verzerrungen verstärken. Glückliche Erinnerungen werden noch freudiger, traurige umso bitterer. Explizite Erinnerungen sind besonders anfällig für derlei Falschdarstellungen von Ereignissen, da es bequem ist, sich an das zu erinnern, was zur eigenen Sicht auf die Dinge passt. Aus diesem Grund suchen wir nach den impliziten Erinnerungen, da wir dort am ehesten die Wahrheit finden. Also ich weiß nicht, ob man das wirklich machen würde, mit einem Hochzeitskleid im Wasser rumspazieren. Tut man das? Keine Ahnung, muss man hier Menschen tun. Okay, ich nehme das mal als Nein. Die Wahrheit, Rowena und ich waren einst vor einer Woche hier. Erzähl mir nicht, dass meine Erinnerungen so verdammt unzuverlässig sind. Womöglich eine selbst auferlegte Täuschung. Wie bereits gesagt, der Verstand kennt Wege, schmerzhafte Erinnerungen zu kaschieren.
Im Übrigen, die waren wirklich verheiratet, die zwei. Waren? Ja, waren. Er hat Schulden gemacht und sie steht nur auf Geld, also. Okay, so ist es nicht ganz richtig. Sie hat schon noch ein Herz für ihn, aber sie möchte halt einfach aufhören, dass er, oder sie möchte einfach, dass er aufhört, süchtig zu sein nach Alkohol und so viele Schulden macht. Ja, okay, kann man fast verstehen. Ja. Ich, mir geht's nicht so gut, wenn ihr mich entschuldigen würdet. Wie ihr sehen könnt, können wir mit diesen Kristallen bestimmte Punkte in der Vergangenheit einer Person beobachten. Im Gegensatz sogar der Kraft des Transzendierens sehen wir die Dinge jedoch nicht immer so, wie sie wirklich waren. Und wir stehen noch immer von dem Problem, jemanden zu finden, der die Repliken der Waffen und ihre Inschriften gesehen hat. Zum jetzigen Zeitpunkt können wir genauso gut nach einem Geist Ausschau halten. Nachdem die Galea einfielen und ihre Zitadelle errichteten, war der Ort von der Außenwelt abgeschnitten. Niemand durfte rein oder raus, weshalb alle Bewohner und damit vermutlich alle, die je einen Blick auf die Waffen werfen konnten, durch den Untergang von Bastia ums Leben kamen. Was, wenn einer ihrer Soldaten, vielleicht ein Offizier, auf Befehl des Hauptquartiers von der Zitadelle abberufen wurde? Doch selbst wenn dies der Fall wäre und wir diese Person finden würden, könnten sie wohl kaum dazu bewegen, mit uns zu kooperieren. Na, fällt dir eine Person ein? Die was mit dem Bossia-Vorfall zu tun hat? Okay, jetzt ist es. Nein, bitte! Varys, nein! Du hast es auch gesehen, meine Vision. Sie zeigen nicht, was passiert ist, sondern was uns bevorsteht. Könnte es sein, dass der Kristall es uns ermöglicht hat, auch meine Vision zu teilen? Ikoto, Solas, seid ihr in Ordnung? Cid? Cid Garlond? Der Sohn dieses Monsters, der das Projekt Meteor geleitet hat? Wenn ich so darüber nachdenke, hat Yugiri nicht davon geredet, dass Doma und die Eoseische Allianz Unterstützung von den Garland-Metallwerken erhalten haben. Ich dachte, es sei nur Zufall, dass sie diesen Namen verwenden würden, aber willst du damit sagen, dass Cid Garlond am Leben ist? Der Sohn von Midas Nan-Garlond lebt. Wir müssen ihn sofort herberufen. Wenn er vor ihrer Zerstörung in der Zitadelle war, ist es durchaus möglich, dass er die Repliken gesehen hat. Das Schicksal kann wirklich grausam sein. Müssen wir uns wirklich den Leuten zuwenden, die uns ins Verderben gestürzt haben, um Erlösung zu erfahren? Gibt es keinen anderen Weg? Baisalin, bitte! Ich weiß, Marsak, ich weiß. Solas, ich bitte dich, suche Cid Garlond auf. Für die Leute von Bossia. Für ganz Isabard. Ja, hier könntest du jetzt halt noch Nebeninformationen bekommen. Aber das kann man auch immer irgendwann später. Ach ja, im Übrigen, der dritte Punkt von ihm.
Dann weißt du, wovon wir damals immer gesprochen haben. Castrum Lacoslitor. Ah, einen Moment. Okay. So, da bin ich wieder. Ah, war gerade die Klinge. Was hattest du gesagt? Sorry. Danke. Also das. Hast du die Essen bestellt? Nee. Nachbar hat ein Paket von mir. Ja. Das Castrum, von dem ihr immer geredet habt, das ihr macht. Ja, das ist Lacoslitor. Verstehe. Das Castrum haben wir immer gemeint. So, sprechen wir mit dem. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er Mitgefühl für unsere Misere hat, aber nach dem, was ich über die Metallwerke weiß, teilt er unsere Verachtung für das Kaiserreich. Womöglich reicht das ja auch, um ihn davon zu überzeugen und zu helfen. In Ralgas Wacht sind Techniker der Galand Metallwerke stationiert, nicht wahr? Vielleicht kannst du dort mit deiner Suche nach ihm beginnen. Du brauchst auch keine Angst haben, dass die Informationen hier weg sind. Später kommen hier Module hin, wo du dann quasi die Information nochmal abrufen kannst. Ja. Ich wollte mir das auch mal durchlesen und dann habe ich so, keine Ahnung, 20 Minuten für 3 Punkte gebraucht und dann habe ich mir gedacht, okay, das lese ich irgendwann später. Oh ja, das, die triggert mich. Die triggert mich hart. Die Fingernägel und der Lippenstift, das ist so, das ist einfach so unpassend. Meine Güte. Sag mal, bist du nicht Solus Calum, Retterin Eoseas, Befreierin aller Amigos und so weiter und so fort? Ich bin Lilia, die neueste Rekrutin der Metallwerke. Was kann ich für dich tun? Der Chef? Viel zu beschäftigt, laut Jesse. Unter uns gesagt, halte ich das jedoch für ausgesprochen... Oh, sprich euch weiter. Ausgesprochen was? Kein Grund, sich aufzuregen. Ich wollte sagen, welch ausgesprochen große Last damit von den Schultern genommen wurde. Nun, da der Chef sich endlich wieder der Arbeit widmet, wo wir schon von ihm sprechen. Sodis meinte, sie möchte gerne mit ihm reden. Worum ging es noch gleich? Verdammt, Lilia. Ich hätte nie gedacht, dass ausgerechnet du schwerhörig wärst. Du bist... Oder bist du einfach nur schwer von Verstand? Würde es dir etwas ausmachen, nochmal von vorne zu beginnen? Ich glaube, das ist Rassismus, auf die Ohren alles zu beziehen, oder? Nur weil sie so große Ohren hat, heißt das auch nicht, dass sie gleich so viel hören muss. Ja, okay, in den Texten steht, sie haben ein außergewöhnliches Gehör. Mir steht mehr die Brille an ihr, dass sie heißt das andere. Das ist auch so schlimm, ne? Ich sag dir aber, es kommt irgendwann vor, da hat sie die Brille auf dem, nicht über den Augen, sondern, ja. Dann siehst du auch die Augen und dann sagst du, okay, süß. Aber so ist das einfach nur absolut komplett, das komplette Outfit ist einfach nur triggernd für mich. Ich verstehe nun, du hast ihn knapp verpasst. Die Serio-Barriere musste gewartet werden und er wollte die Arbeiten persönlich beaufsichtigen. Allerdings haben Angelegenheiten, die dich betreffen, oberste Priorität. Ich werde ihn rufen lassen. Und dann noch dieses Pinke in den Haaren, ey, ich krieg die Krätze. Ich vermute, das ist ein Tag wie jeder andere für dich. Muss hart sein, immer eine tapfere Miene aufsetzen zu müssen, während du dich in Gefahr stürzt. Leute, die dich einfach hierhin und dorthin zerren, wie ein Mädchen für alles. Es ist nicht so, dass wir nicht zu schätzen wüssten, was du für uns tust. Ich tue das ganz bestimmt. Genau genommen, nun, ich bin so etwas wie ein Fan.
Ich weiß, dass die Metallwerke gelegentlich mit dir zusammengearbeitet haben, doch ich hätte nicht gedacht, dass ich mal die Gelegenheit hätte, dich persönlich zu treffen. Kann ich deine Hand schütteln? Lilia, die Rückkehr von Cid sollte eine Last von meinen Schultern nehmen, nicht von deinen. Hast du nichts zu tun? Oh, richtig, Arbeit. Ich mache mich sofort daran. Bis zum nächsten Mal. Irgendwie erinnert mich der Charakter an Daniel. Ja. Ich finde blonde Haare mit pinken Strähnen aber ziemlich cool eigentlich. Aber die Sonnenbrille und das Outfit und die blauen, hellblauen Fingernägel und dann der lila Lippenstift. Entscheid dich doch mal für was. Der Chef hat gesagt, er würde dich in der dumanischen Enklave treffen. Ich hoffe, es ist alles in Ordnung. Lass es sachte angehen, ja? Die ganze Bossia-Nummer ist etwas wie ein Wunderpunkt für ihn. Auch wenn es ein Unfall war, würden die meisten Leute es als Massaker bezeichnen. Ob es dir gefällt oder nicht, der bossianische Widerstand teilt diese Einschätzung. Er macht sich bis zum heutigen Tag Vorwürfe deswegen, obwohl jeder weiß, dass mit seinem Vater nicht zu verhandeln war. Ich hätte mich mehr anstrengen müssen, sagte er dann. Ich hätte ihn retten können. Ich hätte sie alle retten können. Solch ein Genie, und doch findet er keinen Weg, sich selbst zu verzeihen. Also sei vorsichtig, wenn du in seiner Vergangenheit herumwühlst. Was auch immer für Dämonen in seinem Verstand eingesperrt sind, mit ihnen ist nicht zu spaßen. Was schreibt der nur? Doch, der, die Kopf... Die ist... Du bist genauso wie sie. Für dich. Du bist genau wie Lilia. Wenn sie will, kann sie hart wie eine Magitek-Rüstung sein, aber ihr Herz ist am rechten Fleck. Schade, dass sie immer so beschäftigt ist. Das geht auch für dich, wenn ich mich recht entsinne. Ich werde dich nicht länger aufhalten, der Chef wartet auf dich. Wow, wir haben Optionen. Schnelligkeit. Ist ja alles kacke. Der Bossia-Vorfall. Der Chef hat gesagt, er würde dich in der dumanischen Enklave treffen, oder? Nun, du sollst ihn lieber nicht warten lassen. Hast du schon dein Marmeladenbrot geholt? Noch nicht. Okay. Ja? Machen wir nach der Quest 3 noch was, oder? Die Frage ist, willst du das? Oh. Also wir gucken dann noch zwei Videos. Einmal halt den nächsten Patch. Ja, und dann... Habe ich noch ein Video vorbereitet, wofür du Taschentücher brauchst. Ansonsten hätten wir da eigentlich nicht mehr viel. Okay, gut. Machen wir den Rest das nächste Mal weiter. Oh, können wir machen. Dann steht nämlich der zweite Part von den Waffen an, also Ruby Weapon. Die zweite Quest. Und der Allianz Raid, der zweite. Wo dann Daniel auch mit will. Mal wieder. So. Müsste also eh dann bald sein. Was? Dass wir dann weitermachen. Ja. Und dann können wir dann heute. Nicht so lang. Okay. Können wir uns hier schon nach Gangos teleportieren? Nein, natürlich nicht. Wow. Das ist eine Unverschämtheit. Ganz schön ungemütlich da. Wo? Das Wetter. Ja. Also wolltest du die Questreihe jetzt noch machen? Ja, und die Videos von dir schauen und so, ja. Und dann dürfte das erst schon sein. Dann ja. Wieso denkst du an mich bei ihr? Keine Ahnung. Dein Bunny ist genauso.
Und ich denke einfach, dass in dir auch so eine verrückte Person steckt. Nur, dass sie halt nie zum Vorschein kommt. Meister Garlond, er wollte einen Spaziergang durch die Enklave machen, aber er sollte bald wieder hier sein. Es ist schon eine Weile her, seit ich so ein friedliches Dorf gesehen habe. So voller Leben und die Hoffnung auf ein besseres Morgen ist zum Greifen nahe. Ich weiß so, dass ich weiß. Es war nur eine Frage der Zeit, bis die Vergangenheit mich einholen würde. Deswegen habe ich gesagt, das geht auch ein bisschen in die Vergangenheit, weil es mit Sids Vergangenheit zu tun hat. Und ein bisschen so, was vor 1.0 war. Während du auf dem Weg hierher warst, hatte ich einen Moment Zeit, um den Wiederaufbau von Doma mit König Hin zu besprechen. Er war überrascht zu hören, dass die Metallwerke bereit sind, so viele ihrer Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Ich habe ihn daran erinnert, dass wir uns nicht nur auf Eorzea, sondern der ganzen Welt verbunden fühlen, um unser Ziel von Freiheit durch Technik zu verwirklichen. Und ehrlich gesagt fühle ich auch eine gewisse Schuld, wenn ich die Zerstörung durch die Hand des Kaiserreichs sehe. Immerhin habe ich einst unter ihrem Banner gedient. Manchmal sind es die Fäden, die man nicht sieht, die die stärksten Verbindungen haben. Wenn ich sie doch nur durchtrennen könnte. Was willst du ihm sagen? Dass er keine Schuld hat. Also die Sünden des Kaiserreichs lasten nicht auf dir. Okay. Genau. Die Sünden des Kaiserreichs lasten nicht auf dir. Und doch vergeht kein Tag, an dem ich nicht daran denke, welchen Anteil ich an den Gräueltaten hatte, die sie verübt haben, die Leben, die durch mein Versagen verloren wurden. Wenn es mir gelungen wäre, meinen Vater zur Vernunft zu bringen, dann hätte es keinen Vorfall in Bossia gegeben. Doch ich war zu machtlos, um ihn zu stoppen. Nein, ich meine den Hasen, den Schokobunny, meine ich. Daniel. Du bist irgendwie wieder Schokobunny. Königin hat das gleich gesagt und ich habe vor, alles in meiner Macht Stehende für den bossianischen Widerstand zu tun. Doch ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, dass die vierte kaiserliche Legion mir keine Sorgen bereitet. Wenn der Widerstand eine Chance haben soll, dann werden seine Verbündeten im Osten nicht ausreichen. Sie werden jede Hilfe benötigen, die sie auftreiben können. Ich bin mir nicht so sicher, welche Rolle ich bei den ganzen spielen werde. Und ich habe Zweifel, ob es genug sein wird, um meine Fehler in der Vergangenheit wieder gut zu machen. Doch wenn wir dem Kaiserreich dadurch einen Strich durch die Rechnung machen können, bin ich dabei. Kiste für Verschollenes? Was ist denn das da hinten? Das wird dann für den Inhalt sein. In Bossia. Ah, ja. Es gibt einmal die Bossia-Front. Und, also es gibt zwei Ebenen. Das ist so ein eigenes Gebiet, wo du leveln kannst. Und Kiste für Verschollenes sind dann zum Beispiel solche Zauber, verschollene Zauber und sowas, die da drin liegen, die du dann benutzen kannst. Für manche Klassen oder Tränke oder ja, sowas halt. Verschiedene Slots halt. Du kannst zum Beispiel mit einer Kämpferklasse kannst du sowas wie Vita machen oder so und hast dann eine begrenzte Anzahl davon zum Beispiel. Mhm. Oder Vita gar. Die mit der Sonnenbrille, den Schokohasen. Sag mal, bist du blind? Mit der haben wir gerade geredet. Kann ich nicht, die ist gerade nicht hier. Ich geb dir ein Bild. So. Einmal. Ah, Moment, wir machen gleich weiter. Bildschirmaufnahme, das weg.
Übergang. Würdest du das Bild vielleicht groß machen? Nein? Okay. Die hier! Daniel. So, das sollte reichen. So, Mikoto. Große Ereignisse bahnen sich an. Bitte stell sicher, dass du genug Zeit hast und die folgenden. Ich glaube, das ist ein Einzelinhalt. Deswegen, warte mal. Ich kann auf jetzt. Wenn du bereit bist, würde ich gerne mit unserer Erkundung beginnen. Erinnere dich an die Zeit in der Bossia-Zitadelle. Du brauchst dich nicht auf etwas Bestimmtes fokussieren, falls das hilft. Alles klar. Verspreche mir nur, dass ihr da drin vorsichtig sein werdet. Der Bossia-Vorfall. Das ist die Zitadelle, bevor sie vernichtet wurde. Aber irgendwie sieht alles anders aus. Warum? Die Erinnerung ist eben verworren. Es gibt Dinge, die man vergisst oder vergessen möchte. Los, zum Sendeturm. Wir müssen nach Norden, nach Principia. Ah, die Musik ist schön. Da ist ein Lager der Legion aufgetaucht. Ja, richtig. Ich weiß noch, wie sehr es mich beeindruckt hat. Ist da hinten Principia? Hier geht es nicht weiter. Was hat das zu bedeuten? Die Nummer ist wahrscheinlich nicht deutlich genug. Versuch dich genau zu erinnern. So, Zit sprechen. Es ist... Etwas sträubt sich in mir. Ein Teil meines Geistes will sich nicht erinnern. Dann darfst du wieder auswählen. Nimm mal das Erste. Okay. Erinnere dich, wie sah die Stadt aus? Das blaue Straßenpflaster, die Architektur, es ist alles wie früher, bis auf diese unnatürlichen Winkel natürlich. Leider das Zweite. Erinnere dich, was geschah an diesem Tag? Die Gallier führten ein wichtiges Experiment durch, deswegen waren die Truppen in Alarmbereitschaft und äußerst rabiat im Umgang mit dem Widerstand. Jetzt weiß ich wieder. Ja, da drüben war es geschehen. War es geschehen. Weiter so, erinnere dich. Dann öffnet sich uns auch der Weg. Da, in Richtung Norden. Das ist Principia. Da ist die Sendeanlage. Von hier ging die Zerstörung aus.
Wieder eine Sackgasse. Es ist, als würde sich mein Unterbewusstsein dagegen sträuben, weiterzugehen. Es würde mir nicht genau einfallen, wenn es doch nur irgendetwas gäbe, das meine Erinnerung zurückrufen könnte. Wir müssen Sids Erinnerung auf die Sprünge helfen, Zole. Such nach etwas, das ihm helfen könnte, sich zu erinnern. Wrack einer Kampfmaschine. Du findest Überreste einer zerstörten Magitech-Kampfmaschine. Hier muss ein heftiger Kampf gewütet haben. Ich such mal hier hinten. Such da hinten und find's nicht. Diese Waffe da, vielleicht helfen sie ihm auf die Sprünge. Auf ein Kriegsgerät. Du findest schattige Schwerter und geborstene Schädel. Galeisch sehen sie nicht aus. Wer mag mit diesem Kriegsgerät gefochten haben? Sprich mit Sid. Komm zurück zu Sid. Eine zerstörte Kampfmaschine, Waffen und Schädel? Ja, jetzt weiß ich es wieder. Was für ein abscheuliches Gemetzel. Ich find's lustig, dass erst die Gegner spawnen und dann die Ebene. Ja, so war es an jedem Tage. Gegenwehr ist enorm. Wie kann der Turm so gut bewacht sein? Bossia befand sich im Krieg. Es herrschte der Ausnahmezustand. Die Galliar wollten nichts dem Zufall überlassen. Damals versuchten Mitglieder des Widerstands, die Anlage zu stürmen, das Experiment zu verhindern. Freiheit für Bossia. Ich habe eine Idee. Ich will mal versuchen, ob ich meine eigene Erinnerung manipulieren kann. Wir müssen die Galliars im Weg räumen. Tatsächlich. Egal wie viel wir erledigen, es kommt immer mehr. Es dürfte nicht leicht sein, sich selbst zu übertölpen, aber ein Versuch ist es wert. Bist du auch schon soweit? Stehen geblieben bei Nichtbeachtung gibt's die Todesstrafe. Da vorne, das ist Principia. Dort befindet sich die Kontrollstation. Was sind das für schrecklich mechanische Biester? Sowas habe ich noch nie gesehen. Diese Dinger sind nicht Teil deiner Erinnerung. Sie blockieren sie. Sie sind ein Symbol deines Traumas. Wenn wir die nicht bezwingen, kommen wir nie weiter. Besiege die Antikörper. Auch gut. Na, hat ja gut geklappt. Schon wieder, bei den 12 sind das viele. Extra Players, nein. Ist nicht in Ruhe. Die Erinnerungsblockade wäre beseitigt. Hoffentlich sieht Sid die Dinge nun etwas klarer. Damit hatte ich nicht gerechnet, aber wir sind jetzt fast am Ziel. Also los. Du bist auch soweit, ne? Ja. Gut. Wirst du dich freuen, gegen wen wir jetzt kämpfen dürfen.
Principia, hier finden wir also die Signalkontrollstation. Dalamud. Hey. Da ist er wieder. Ständiger Begleiter. Bahamut? Bahamut, was hat der hier zu suchen? Sid, konzentrier dich! Verdammt, habe ich den etwa gerufen? Ja, siege Bahamut. Easy! Nee, da. Weggehen wäre vielleicht da los. Weggehen wird überbewertet. Sids mentaler Zustand hat sich verschlechtert. Na, er kann sich nicht bewegen, okay. Wir müssen ihm helfen und diese Kreatur beseitigen. Giga-Flair. Was ist das? Überall Bahamuts. Wir sind... Was? Wir sind Sids Albträume ausgeliefert. Ja, genau. Als ob wieder Ag'Mor kommt. Genau jetzt. What? Das hat mich getroffen. Okay. Hast du auch besiegt? 10% noch. Ah, okay. Danke, jetzt geht's weiter. Da habe ich euch ganz schön was eingebrockt. Wir haben das Trauma besiegt. Jetzt sollte Sids Erinnerung nicht mehr dadurch getrübt sein. Ich gehe weiter, sobald du ready bist. Haben wir besiegt. Okay, sag mir einfach, sobald die loslaufen.
Gehen. Okay. So, kann ich jetzt gucken, was für Schoko jetzt ist vorbei. Gib einfach ein FF14 Lilia. Also Lilly und dann ja. Es ist genau wie damals. Hier stand ich... Was? Hier stand ich und argumentierte mit meinem Vater. Vater, ich flehe dich an, lass es. Die Daten hier deuten auf eine große Gefahr hin. Nein, nein, ich lasse mich jetzt von nichts mehr abhalten. Warum? Warum kann er es nicht sehen? Es ist zu gefährlich. Sid ohne seinen Bart, wie der noch so ein Bubi war. Er hat doch immer so viel Wert auf die Daten gelegt. Er ist doch Wissenschaftler. Der junge Sid hat sein Notizbuch fallen lassen. Der junge Sid hat sein Notizbuch fallen lassen. Sehen wir uns das mal an. Die Seiten sind vollgeschrieben mit Zahlenreihen und wissenschaftlichen Formeln. Offenbar handelt es sich um Sids Metzdaten über Dalamut. Laut Sids Berechnungen war es möglich, dass Dalamut die Energie der Sonne bündeln und die Wellenlängen ihrer Strahlung ändern würde. Ohne weitere Forschung war es unverantwortlich, mit dem Experiment fortzufahren, nicht auszudenken, welche katastrophalen Folgen der Welt sonst drohten. Die Daten sprechen eine klare Sprache, das Experiment ist gefährlich. Ich habe das alles geschrieben, um meinen Vater aufzuhalten, aber er wollte nicht hören. Wenn meine Berechnungen stimmen, kann es jeden Moment soweit sein. Schnell zur Kontrollstation. Ach, ich mag die Musik hier. Ich finde die irgendwie beruhigend. Seht nur, das sind die Waffen, alle. Solus Sos Galvus. Füge dich in deine Rolle, Welpe. Das Projekt Meteor kann und wird nicht gestoppt werden. Ganz sicher nicht von jemandem wie dir. Oh, wie der aussieht, der Bubi. Nein, nein, das stimmt nicht. Kaiser Solus kann nicht dort gewesen sein. Nein, bitte, Lord Varys, nein! Sid, vergiss nicht, das ist nur eine Erinnerung. Sid Garlund, Bringer des Untergangs, Bote der Asche. Dein Vater muss stolz auf dich sein. Wie fühlt es sich an, zu wissen, welche Katastrophe du verursachst?
dass dein Versagen Tod und Verderben über alle bringt, die dir am Herzen liegen. Und nun hältst du diesen Abschaum gegen mich auf. Nun gut. Alle, die sich dem Willen des Kaiserreichs widersetzen, wird das gleiche Schicksal ereilen. Dieses Trauma ist zu viel für seinen Verstand. Er verliert die Kontrolle. Doch diese Erinnerung ist nur ein Trugbild, Solis. Vielleicht kann sie durch die Kraft des Transzendierens und einer deiner Erinnerungen weiter verändert werden. Na? Natürlich Ersteres. Okay, an deine treuesten Freunde denken. Es wäre dasselbe bei rumgekommen, aber. Jetzt kriegen wir doch noch unseren Kampf gegen Varys, wie es scheint. War schon immer deine größte Stärke, in anderen den Mut zu entfachen, sich zu erheben, den Mut für das Richtige zu kämpfen. So, Varys Jaehe Galvus. Dann, let's go. Tatsächlich im Normal genau dasselbe, was er im EX-Fight macht. Im Fort mit Wund und Schmerz. Denkt es. Schütze dieser Helden. Schön, dass ihr auch mal angreift. Nach 10 Sekunden tippen.
Urianj ist ein Cheater. Ein verdammter Cheater. Ja, Mikoto, renne nicht rein! Das Kaiserreich kennt keine Niederlage. Ich bin fertig. Bei was bist du? Ich bin fertig. Nice. Stimmt auch nicht. Kaiser Lord Varys, er war nicht dort. Die Akademie hatte die volle Aufsicht über das Projekt. Ich vermute, dass diese Erinnerung nicht falsch ist, aber auch nicht der Wahrheit entspricht. Zumindest nicht ganz. Wer auch immer das war, dein Verstand hat versucht, dich vor ihm zu beschützen. Rückspulfunktion. Nun, wer zu den Höllen soll es gewesen sein, wenn nicht Varys? Was könnte ich den von mir selbst zu denn vor mir selbst zu verbergen haben? Also warst du es, der den Abzug betätigt hat, Vater? Setsima, sein Auge! Einfluss von Bahamut. Er war nicht er selbst? Dasselbe ist übrigens auch mit Nael passiert, ne? Wenn der Kontakt mit Dalamud ausreichte, um Bahamut zu erwecken, ist es durchaus denkbar, dass der Drache einen Weg gefunden hat, Verbindung zu den Sendeturm aufzubauen und deinen Vater zu unterjochen. In diesem Fall hätte es nichts gegeben, was man für ihn hätte tun können. In einem solchen Zustand kann man nicht mit niemandem argumentieren.
der Wille des Primae überstrahlt alles. Und wenn Bahamut deinen Vater zu dem Zeitpunkt des Unfalls kontrolliert hat? Dann war es höchstwahrscheinlich kein Unfall. Und so kommt die Wahrheit endlich ans Licht. Bahamuts Knecht und keiner hat etwas geahnt, nicht einmal dein eigener Sohn. Ihr verrückten Hunde habt es geschafft. Ich habe jetzt alles, was ich zum Schmieden brauche. Im Namen des bossianischen Widerstands möchte ich dir gegenüber meine tiefste Dankbarkeit zum Ausdruck bringen. Ich bin einfach froh, dass ich helfen konnte. Wir haben uns lange gefragt, was dort in der Zitadelle passiert sein mag, welches Monster sich unserem Zorn für den Verlust unserer Lieben verdient hat. Zu sagen, dass wir einen Groll hegen, wäre ziemlich untertrieben angesichts unserer Verachtung für deinen Vater und das Kaiserreich. Auch ich war von diesem Hass geblendet. Ich konnte das Blut, den Schweiß und die Tränen nicht sehen, wie die du für die Verbesserung des Lebens aller Menschen vergossen hast, die Freiheit von dem Kaiserreich suchen. Ich konnte lediglich ein Galeer an dir sehen und dafür möchte ich mich aufrichtig entschuldigen. Ich bitte nicht um Vergebung, sondern nur um Verständnis. Ich verstehe nur zu gut, wie du dich fühlst, besser als die meisten. Nach allem, was das Kaiserreich und mein Vater getan haben, auch wenn es sich teilweise ihrer Kontrolle entzog, es ist nichts, was man einfach so vergeben und vergessen kann. Ich wage zu behaupten, dass selbst ein Sieg über das Kaiserreich nicht genug sein wird, um den Schmerz zu stillen. Ich dachte, die Wahrheit über Bossia zu erfahren, würde mich eines Besseren belehren, doch es hat lediglich dazu geführt, dass ich alle Entscheidungen, die mich zu diesem Moment geführt haben, in Frage stelle. Doch egal, was in der Vergangenheit vorgefallen ist, wir müssen weiter voranschreiten, einen Schritt nach dem anderen, für die Freiheit. Wenn zukünftige Generationen auf die Befreiung von Bossia zurückblicken werden, sie zweifellos von unvergleichlichen Helden mit reinen Herzen und standhaften Überzeugungen berichten. Doch sieh uns nur an, so voller Zweifel und Verunsicherung. Wenn wir doch nur selbst diese glorreichen Seiten der Geschichte verfassen könnten. Kopf hoch, Baisalin. Wenn wir lange genug leben, erhalten wir vielleicht noch Gelegenheit dazu. Der Kristallfokus reagiert nicht mehr, sagst du? Anscheinend ist die zuvor verbliebene Äther in ihm erschöpft. Ich hätte nicht gedacht, dass unsere Erkundung deines Geistes solch ein strapazierendes Unterfangen sein würde. Sobald ich seine ätherische Affinität festgestellt und eine Energiequelle mit einer passenden Frequenz gefunden habe, sollten wir in der Lage sein, seine Reserven wieder aufzufüllen. Ich dachte, die Allianz könnte ihn vielleicht verwenden, um einige ihrer Gefangenen zu erhöhen, aber das wäre auch zu einfach gewesen, nicht wahr?
Ich fürchte, Ethologie entzieht sich meiner Expertise, daher werde ich den Rest euch überlassen. Lasst mich einfach rufen, wenn ihr irgendwas benötigt. Vielen Dank für all deine Hilfe, Sid. Nun, ich mache mich besser auf den Rückweg. Es wartet ein Berg von Arbeit auf mich. Bevor du gehst... Ich... Wenn du dir jemals verloren vorkommst, dann... Du kannst immer mit mir reden. Natürlich, wenn ich auf irgendwelche ätherischen Probleme stoße, wirst du die Erste sein, die davon erfährt. Ich glaube, sie meinte was anderes. Ganz recht, ich muss mich jetzt wirklich wieder dem Kristallfokus widmen. Ich glaube, sie hat was anderes gemeint, oder? Wie siehst du das? Ich glaube, da braucht man nicht viel weibliche Intuition, um das zu wissen. Scheinbar braucht Sid davon aber noch eine ganze Menge. Endlich ist alles bereit, um mit der Arbeit an der Waffen der Königinwache zu beginnen. Meister Gerold kann dich über weitere Fortschritte beim Schmieden in Kenntnis setzen. In der Zwischenzeit werden wir mit den Vorbereitungen für die Schlacht beginnen. Ich freue mich darauf, dich an der Front zu sehen. So. So, jetzt können wir auch von der domanischen Enklave von dem Stadt-Iteriten, also dem großen Iteriten aus, uns nach Gangos teleportieren. Währenddessen in Valanin, Dalmasca. Mininius Remlanatus. Unsere Spione in Gangos haben bestätigt, dass die Arbeiten an Gunhildas Waffen im vollen Gange sind. Noah van Grabant. Sie können die Spielzeuge ihrer Wache haben, wenn es das ist, was sie wollen. Es wird nicht mehr lange dauern, bis die Dame der Klingen uns gehört. Wir machen weiter wie geplant. Du weißt, was zu tun ist, wenn ihre Kräfte Bossia erreichen. Jawohl. Das Kaiserreich steht kurz vor dem Zusammenbruch. Wenn der Hammer schließlich fällt, soll er von meiner Hand geführt werden. Auf den verstreuten Überresten werden wir eine neue und glorreiche Nation errichten, mächtiger als die Galliar es sich je hätten erträumen können. Denn ich scheue mich nicht, die Macht zu nutzen, die zum Greifen nahe ist. Bin leider rausgeflogen. Lol. Die Königinwache. Ende Kapitel 1. Schon zum Schutze ihrer Majestät. Wo genau bist du rausgeflogen? Der Katzin.
Na gut. Baby. Ich spiele morgen wieder nicht. Was ist? Ich spiele morgen wieder nicht, was anderes. Wolltest du irgendwie morgen machen oder was? Oder hattest du was geplant? Na, wie immer bei Katzen ins Rauschen bist. Achso. Jetzt bin ich fertig. Gut. Links gibt es einmal, da kann man die Relics machen. Und rechts, da gehen wir jetzt hin, zum Stückeschreiber. Das ist der, der den Wein wollte und sowas. Der Penner. Solis, was für ein Zufall, dich hier zu treffen. Naja, zufälligerweise bin ich dir ja auch bis hierhin gefolgt. Ich habe nämlich einen kleinen... Was? Meine Güte. Ich habe nämlich einen kleinen kreativen Durchhänger und dachte, ein Tapetenwechsel könnte für neue Inspiration sorgen. Und du hast ja erwiesenermaßen einen Riecher für faszinierende Örtlichkeiten, in denen sich faszinierende Geschichten abspielen. Wenn sich also hier irgendetwas unglaublich Faszinierendes ereignen sollte, würde ich es doch sehr gerne hören. Über Wahres, ja, sprechen. Das machen wir. Ein Kampf ausgefochten im Geiste eines langjährigen Freundes? Wundervoll, das klingt ja wahrlich fantastisch. Erzähl mir mehr. Kaiser Varys, selbst eine blasse Erinnerung an diesen ruchlosen Feldherren sollte so schrecklich und angsteinflößend sein, dass ich es kaum die dichterische Freiheit bemühen muss, um daraus eine spannende Erzählung zu weben. Viel weiß ich nicht über ihn. Brutal und gewissenlos soll er sein. Ja, daraus lässt sich was machen. Geschichten über Despoten stehen hoch im Kurs und die Tatsache, dass es sich ohnehin nur um eine teilweise reale Begebenheit handelt, sollte mit ausreichend Freiheit für die tollsten Aufschmückungen geben. Du wagst es, dich meinem mächtigen Schwert und Schild entgegenzustellen, dröhnte die Stimme des grausamen Galeas. Die Befreierin hob das Haupt und erwiderte, die Wunden, die ich dir zufügen werde, werden eine Wohltat sein, verglichen mit den Narben, die du diesem Land, dieser Stadt. Sag, was ist es? Ein Land, eine Stadt oder doch ein Stadtstaat? Ein paar Einzelheiten sind mir wohl noch nicht so klar. Erzähl mir alles ganz genau, dann werde ich daraus eine Geschichte spinnen, die auf dem erfahrensten Abenteuer das Blut, in den Adern gefrieren lässt. Memoria Miseria Extrem. Da kriegst du das 80er Glam in Färbbar raus. Also die Ausrüstung, die 80er. Ah ja. Ansonsten, ja, das brauchen wir jetzt nicht annehmen. Hier, das ist halt, wie gesagt, die Relic. Die kann man mehrmals annehmen, oder? Ja, mit mehreren Klassen. Dann nehme ich sie einfach trotzdem mal an. Die Waffe des Widerstands. Bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Ich finde die erste und zweite Stufe finde ich ganz schön, aber was danach kommt, ist so. Ja. Die letzte Stufe ist nicht so meins. Die zweite Stufe hast du bei meinem Dark Knight, bei meinem Main schon gesehen.
von den Dunkelritterwaffen zumindest. Ja. Aber ich würde sagen, machen wir an der Stelle erstmal Schluss. Klingt gut. Gucken wir noch zwei Videos. Hat ja tatsächlich eine halbe Stunde gedauert. Warte, aber dann geh jetzt erst raus, damit mein Internet nicht leidet. Genau, ich mach auch hier schon mal Schluss. Ups, zähl vergessen, tschüss sagen, egal. Ja, wird schon passen. Ich werde die Schläge dann an dich ausrichten. Okay, sehr gut. So, und zwar einmal das erste Video wird der Trailer sein und das zweite Video werde ich jetzt im Stream einmal zeigen. So. Soll ich ins Stream kommen? Kannst du mal eben gucken, nur damit du ich kann dir den Kanal aber auch schicken, wenn du willst, wo wir das zweite Video ansehen. Dann brauchst du nicht in den Stream kommen. Warte mal. So. Das ist nämlich hier der Kanal. Gucken wir uns gleich ein Video von an. Und hier gibt es zum Beispiel auch dieses Meme von Oh Sheet, it's Ranjit und sowas. Und es gibt ein Video, das gucken wir uns da gleich an. Ja, da habe ich ein paar Videos davon habe ich gesehen. Ja. Wie zum Beispiel, wahrscheinlich habe ich dir das Bad Guy geschickt von MSL. Ja, nein, das davor schon. Okay. Das ist auch so. Was davon? Werden wir dann sehen. Aber jetzt gucken wir uns erstmal den Trailer an, würde ich sagen. Also bei Watch Together. Ja, okay. Und zwar, wir haben ja jetzt das Ende des endlich erreicht. Und das nächste wird dann quasi der Abschluss von Shadowbringers sein. Weil in 5.3 ist der Abschluss von Shadowbringers. Und ja. Dann wollen wir mal loslegen. Peggy 16. Ich hoffe, du hast leise genug gemacht. Ich nenne es nicht. Hört die Musik. Schier endlos ist der Pfad, den du festen Schrittes folgst. Sternenregen. Moment, ich muss noch mal. Mir fällt gerade sein. Ich muss noch mal von Anfang machen, weil ich habe vergessen, den Stream umzuschalten. So. Das ist der Kanal, den ich meine. Fluff Stuff. Und jetzt gucken wir noch mal den Trailer. 10. Sorry. Gut vorbereitet. Ja, mach bitte weiter. Danke. 10. Schier endlos ist der Pfad, den du festen Schrittes folgst. Weiterer Sternenregen. Was noch mehr? Vielleicht wird mit der Zeit manche Begegnung und manches Erlebnis in Vergessenheit geraten. Wie gut, dass du alleine kommst. Ich wollte ungestört ein paar Worte mit dir wechseln. Weißt du überhaupt noch, wer du bist? Und was deine wahre Bestimmung ist? Du hast doch bestimmt Verständnis dafür, wenn jemand an die Grenzen seiner Kräfte geht.
das erlebte Glück, die vergossenen Tränen, die Gebete deiner Lieben, sie treiben dich an. Das ist dein Ende, Krieger der Dunkelheit. Und du weißt, du bist nicht allein. Es gibt da übrigens noch etwas, um das ich dich bitten möchte. Sobald das hier alles vorbei ist. Das war der Trailer. Erstmal. Und? Sagt zu wenig wie immer. Mhm. Ja, lässt viele offene Fragen da. Und ich kann dir jetzt schon mal wieder sagen, du musst wieder Taschentücher dann bereithalten für, ja, wenn wir das dann machen. Ja, aber kommen wir zu Taschentücher festhalten, zu wahrscheinlich gleich Taschentücher benutzen. Weil das ist ein schönes Video mit dem Titel Remember Us. I have died so many times, but I am still.
This is not the end of me. This is the beginning. This is not the end of me. This is the beginning. This is not the end of me. This is the beginning. This is not the end of me. This is the beginning. This is not the end of me. This is the beginning. This remember is us. Not the end of me. Remember this is the that we once lived. This is not the end of me. This is the beginning. This is not the end of me. This is the beginning. This is not the end of me. This is the beginning. This is not the end of me. This is the beginning. This is not the end of me. This is the beginning. This is not the end of me. This is the beginning. Ja. Schöne Zusammenfassung. Mhm. Ja. Dachte mal, das teile ich auch noch. Weil ich das Video auch sehr schön fand. Ja. Ihr könnt das selbst nie als Lalafell spielen. Was ist? Ihr könnt das selbst nie als Lalafell spielen. Nee, ich könnte das auch nicht. Ich mag dieses Gefühl von ich bin die Mami von der Gruppe und ich bin die Mami von der Gruppe. Ja. Das wird mit dem Lalafell nicht funktionieren. Nee. Das ist, ja. Ja. Keine Ahnung, als Lalafell ist sowieso das Cuteste auf der ganzen Welt. Was ist? Nanamo ist sowieso das Cuteste auf der ganzen Welt. Das ist auch wirklich die einzige, der einzige Lala, die nicht auf Gate aus ist. Sonst alle anderen Lalas haben immer was mit Gate im Hinterkopf. Immer. Und sie ist die einzige, die das nicht hat. Mama von Gruppe, vergiss jemand die Rüger, die ich weiß nicht, wen du meinst. Ja, aber bei Lala kommt mir halt auch eher so das Kindgefühl auf. Aber ich weiß, was du meinst. Gut, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle Schluss. Und die schreibt sich Lilia. Also Lili, warte, ich schreibe sie in den Chat. Und dann ja. Moment, ich könnte es jetzt auch zeigen. Nee, kann ich nicht. So. Gut, dann würde ich sagen, war's das. Hier nochmal der Kanal. Und dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao.